Guten Tag und neues Zeugs und willkommen bei Coral Island. Morgen wird es sehr windig. Es wird ein hoher Pollenflug erwartet. Wombi, how are you doing, sweetheart? Wie geht es dir, Herzchen? Habe gehört, Corinthe ist sehr schön zu dieser Jahreszeit, Großvater. Ashley und ich vermissen dich sehr. P.S. Hier ist ein bisschen Geld für dich. Es sind nicht viel, aber ich hoffe, es kann dir helfen. Geschenk anfordern, jawohl. Nein! Lower. Ein Lagerfeuer. Muschelschale. Und fischen. Warte, bis ein Fisch an der Leine ist. Really? Meine Makrele.
Tourismus. Jetzt musst du. Sollte ich mit meinem Boot hier an Anker gehen? Wo ich bin, ist das Wasser ruhiger. Kann ich noch nicht kaputt machen. Ich kann nicht glauben, dass du dich an meinen Geburtstag erinnerst. Vielen Dank, Mombi. Mir tut der Kopf weh. Es ist das Licht. Uff. Du solltest ein bisschen von deinem Frühlingsgemüse in einer Kiste lagern, für den Fall, dass du sie für etwas brauchst. Ja, Ali, Ali. Das Hobby. Tipa, Emma scheint das neue Büro nicht besonders zu gefallen. Dachte, es wäre gut fürs Geschäft, aber vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Tigerschwalbenschwanz. Kandierte Bausamen. Nice, nice.
Tigerschwallen Jones. Rund um mein Haus kannst du alles Mögliche finden. Oh, Essen, meine ich. Es gibt wilde Pilze, machen wir sogar frische Früchte. Suki, welche Blumen soll ich hier rund um das Gasthaus pflanzen? Ich muss mir die Ideen in meinem Notizbuch ansehen. Narzisse schenken? Du dachtest, ich würde das mögen? Hahaha, nein, nur ein Scherz, es ist perfekt. Nice. Kann ich noch nicht machen? Dieses Totem der Legenden steht offen, wenn man diese schwirrenden Waren fängt. Gras. Kann ich das spenden? Spenden. Sehr widerstandsfähig, weil dieses Gestein ist wegen seiner Härte schwer zu bearbeiten. Stein, was es ist. Nee. Ruckel? Warum? Ruckel, Ruckel. Ach, kleine Dinge helfen unserem Planeten. Nach einem Tag am Strand den Müll mit nach Hause zu nehmen, ist zum Beispiel ein guter Anfang. Suraya. Also Kugelfisch ist hier. Das verheißt nichts Gutes, oder? In Zukunft möchte ich mehr wissenschaftliche Artikel oder sogar Bücher über meine Forschungsergebnisse veröffentlichen. Ich muss mich selbst an der Nase nehmen und mir bewusst machen, dass eins nach dem anderen kommt. Ich kann es nicht übers Knie brechen, dann geht vielleicht alles schief. Auf diese Weise kann man verhindern, dass der Müll von Schildkröten oder Meeresgängen gefressen wird. Kann ich da nichts machen? Einkaufen. Thank you.
Nein, wollte ich noch nicht kaufen. Ich will noch kein Geld ausgeben. Heiliger Bereich. Wuff, wuff. Taco ist beschäftigt. Ja, der pennt, ja. Valentina hat bald Geburtstag. Soll ich eine große Geburtstagsparty im Gasthaus veranstalten? Oder sollen wir einfach am Strand picknicken? Ich darf bis zu zehnmal bleiben. Aber nicht allzu oft, weil Mama und Papa sagen, ich bin morgens kurz, wenn ich spät stehe. Wir haben keine Hausaufgaben, wir haben eine Wochenendleseaufgabe. Ja. Raps habe ich schon 15. Noch viel Energie.
Ins Bett gehen und gute Nacht.